Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija. Guten Morgen. Diesmal aus dem Zimmer von Amina. Das war ihr erstes Bett, das wir machen lassen haben. Und ja, das ist 2 Meter lang auf 1,50. Einfach viel zu groß für ein Kinderzimmer. Und wir werden jetzt kleinere Betten machen, 1,20 auf 2 Meter. Das ist okay. Und dieses Bett wird jetzt hier gestutzt. Heute kommt der Schreiner Fausi. Der schneidet genau das hier ab. Das wird das Grundgerüst. Mit einer Kreissäge oder ja, eine elektrische Säge. Das wird das Grundgerüst sein für den Kükenstall. Und ja, dieses Bett kriegt dann später der Schwiegervater in sein Zimmer. Da haben wir noch gescherzt. Da kann noch eine andere Frau bei ihm heiraten, also schlafen. Er mit seinen 86 Jahren. Ja, der heiratet nochmal der Opa, hat er gesagt. Was? Der macht doch nur Spaß. Wer wird denn Opa heiraten? Ja, also wie gesagt, das wird jetzt bearbeitet. Der Schreiner Fause ist ein Kopte, der ist so sympathisch. Ich muss immer lachen, der hat immer eine Zigarette im Mund. Und ja, der sieht aus wie 100 Jahre alt. Und ja, er ist sehr, sehr sympathisch. Der macht viele Sachen und ist immer sehr positiv. Wir müssen mal schauen. Er wird jetzt kommen, das absägen, mit meinem Mann dann in den Nachbarort fahren. Dort ist das Holzlager, dort wird er dann die Sachen kaufen. Also mein Plan ist dieser. Hier wird Holz gemacht, hier wird Holz gemacht, hier wird Holz gemacht. Hier vorne die Seite wird ein Netz gemacht und oben Flügeltüren zum Aufmachen. 3, 4, keine Ahnung wie viele. Auf jeden Fall, dass oben Netz ist und hier an der Seite Netz und unten offen. Dann kann man das immer hin und her schieben. Weil die Küken, die werden ja auch demnächst kommen und ich will halt was Stabiles haben. Und bevor wir das gute Holz wegschmeißen oder so lassen, für was muss man das, muss man ja nicht. Das sieht auch nochmal der Raum kleiner aus mit diesem Gerüst hier. Ja, dann wird es abgeschnitten und fertig. Der Fausi, nein, schneid es nicht ab. Ha doch, das müssen wir abschneiden. So, so Leute, so sieht's aus. Ja, dann, ich bin noch krank, aber wir müssen, morgens geht's immer besser. Ab Nachmittag muss ich mich wieder hinlegen, dann wird's schlimmer. Yalla, auf in den nächsten Kampf, weiter geht's. Was ist da los? Ah. Die Deutsche muss wieder nach dem Rechten klotzen, gell? Was verbrennt da? Der Müll. Heia, heia. Okay, dann ist alles gut. Oh Mann. Jetzt gucken wir mal, was hier los ist. Bisschen aufgeräumt, der Garten, gell? Heia, heia. Ah ja, und an die Leute, die sagen, warum ich meinen Garten jetzt gemacht habe und nicht dann, wenn das ganze Haus fertig ist. Ja, da kann ich ja lang warten, bis die fertig sind. Ne, dann kann man ja nur immer träumen. Man muss einfach umsetzen und wenn es schief geht, macht man es neu, fertig. So ist es halt, immer wieder aufbauen. Und dann ist man immer busy, beschäftigt und stolz und. What you do now? I make this front room. Der findet immer Arbeit. Bist du schwäbisch? So. Ach, die fangen jetzt auch an, Hibiskus zu essen. Alhamdulillah. Gut so. Ja, wir haben nicht nur Rosen. Wir haben ja auch Hibiskus. Mein Mann findet immer Arbeit. Und ey, haben wir nicht genug. Wir sind krank. You're healthy, halas. Ja, wir waren ja beim Arzt und der hat mich voll untersucht, hat sich erschrocken, wie viel meine Lunge hat ja nur gepfiffen und alles mit dem ganzen Schleim. Und mein Mann, der hat gesagt, der hat nur einen Hustensaft bekommen, also bei ihm geht's besser. What you are doing now? Hä? Huh? You make it. Ah, der macht eine Ebene. Ah, you make it already. Ah, mashallah. You're not kaslan, du bist nicht faul. Good man. Wir haben immer noch Essen. Ich brauche nicht kochen. Aber für den Fausi, den er kommt, da gibt's, mache ich Eier, Omelette und Fuhl. Ja, und wir essen noch die Reste. Ich gucke immer, Schafe, keine Babys. I don't know. Ja, der Fausi wird auch hier die Türe machen von den Schafen. Gell? Ja, dass wir mal eine richtige Türe wieder haben. Ja, und wenn ihr fragt, warum, was ist mit dem Melken los? Seit ich im Urlaub war, hat meine Schwägerin immer gemolken und die machen Käse halt für sich dann. Und das ist für mich okay. Ich habe gerade eh keine Zeit. Upsala. We carry this outside or what? So we think we have, we make it more, 1-2 stone time more because it is less small, bigger.
Okay. You will see. Come, we see not that the Fauzi is coming and we are in the back. Mahmoud, it's good like this. Come, don't kill yourself. 9 o'clock, it is arrived 9 o'clock now. Come. Wir müssen auch beobachten hier die... Must look, Mahmoud, put this Afschweier in the front. That we have not the fire here too much. Dass wir nicht noch mehr Feuer da nach oben kriegen. Müssen wir mal vordenken, weil das brennt tagelang, das Ding. Wenn man das nicht im Zaum hält. So. Habibi, guck mal. Das ist Bauer, das ist ein gutes Ding zum Saubermachen. I need like this tanny, Mahmoud. I need to put something in this, in the hood, in the bathroom. From that. Ja, das ist, mein Ding ist verstopft, mein Abfluss. Muss man mal wieder reinschütten. What? You need beton today. I must go and look, Mesh. So. The 1.5 sec bass. Woher du nos? You must go? Ja, der Mann kommt bald, der Fliesenleger. Und da braucht er Beton. Zement, Beton, ach, ich vergesse das immer. Beton ist ohne was, ohne Sand. Und mit ist dann Zement oder was andersrum, ist doch egal. Also, 1, 2, 1.5, mehr ist nicht, dass er fertig wird, der Mann. Mein Mann sagt nur noch heute und dann wäre er fertig. Naja, ob das stimmt. Dieses Zimmer noch, den Balkon da hinten muss er machen. Und dann, Küche hat er. Genau, und dann nur noch, ja, der Schreiner, der hat die restlichen, das sind die Fenster für die Küche und für, ne, fürs Bad. Das muss erst rein und dann kann man es zumachen. Ja, und dann kann er hier auch noch fertig machen. Also das wird heute nicht mehr fertig, ist klar, aber da, zumindest den Rest. Komm, wir gehen mal ein bisschen nach oben. Wir müssen ja auch von oben mal filmen, war ich schon lange nicht mehr ganz oben. Früher habe ich ja immer Live-Videos hier gemacht. Kann ja auch mal wieder machen bei Zeit. Wenn wieder Ruhe einkehrt. Oh, da könnt ihr mal sehen. Da ist der Sand, wo auch auf meinem Beten war. Da hat der Mohammed jetzt erstmal Sand. Was ist denn da? War da ein Kind? Ah ja, ist alles voller Sand. Das brauchen die für die Fliesen halt, ne? Klar, logisch. So. Schöne Aussicht von oben. Ja, so sieht's aus. Na, der Mohammed hat's. Huch, der hat hier schon das Wasser installiert, die Armaturen. So, upsala, Hilfe. Ja, der hat eine ganz anderen Wohnungsstil gemacht, der Mohammed. Jeder wie er mag, ne? Logisch. Alles voller Sand. Krass, gell? Crazy. Haja, haja. Ach, das hat letztens hier so gebrannt, ne? Die haben die Felder abgerodet und verbrannt, damit sie neu... Eieie, jetzt habe ich aber Sand in den Schuhen. Ich habe noch Sand in den Schuhen von Hawaii. Das Lied hat auch mein Papa immer früher gehört, so ein Volksmusiklied. Ich habe noch Sand in den Schuhen vom Nil. Guck mal hier, alles Sand. Hey, dann guck mal, jetzt stecke ich fest. Mit der pinken Socke, gell? Oh. Die Taubenburg ist jetzt weiß. Ja, haben wir nur 4 Tauben drin, gell? Wir sind solche Deppen mit den Tauben. Ich muss so lachen. Ja, irgendwie wird es nichts. Die legen und legen und kommt nichts bei rum. Muss man halt Zeit geben, den Täubchen. So. Und Leute, ich habe jetzt so viel Nils Holgersson geglotzt, dass ich Bock habe auf Gänse. Ich glaube, ich... Guck mal. Sand in den Schuhen. Ich glaube, ich hole mir Gänse. Aber nur 2. Man soll nicht übertreiben. Dann hole ich einen Martin und einen Daunenfein. Ach so, ich wollte ja hochgehen. Guck mal.
Ein Mann und eine Frau, fertig. Oh, da sind die Raben. Hier, der andere Opa sitzt auch in der Sonne. Der Babyesel ist auch gut gewachsen. Hier ist die Mama, wie ihr seht. Und da das Baby, super. Mashallah. So sieht's aus. Ja, Leute, so billig ist es gar nicht, mit das Haus mit so Dingern zu machen, gell? Mit so pharaonischen Steinen. Ah, habt ihr Eier geklaut? Was ist hier los? Was ist hier los? Hier sitzt irgendwie so... Hä? Was ist das? Das ist doch die Abaya von der Schwiegermutter. Wieso ist die hier oben? Ja, wahrscheinlich hat sie die gegeben zum Putzen. Also hier ist nichts. Ich dachte gerade, die... Ah, guck mal, unser Hühnerei. Ich könnte die ver... Seht ihr die Raben? Ganz toll. Ja, die gehen in den Stall und klauen meine Eier. Deswegen dachte ich auch immer, hä? Ich habe so wenig Eier. Kein Wunder. Die Raben. Und ich lege denen schon immer die Taubeneier raus, aber die kriegen nicht genug. Jetzt seht ihr mal. Hier, Leute, ich halte mich hier fest, keine Sorge. Schaut, das wurde ab. Deswegen hatten wir letztens so einen Rauch. Guck mal, die Frau, was macht denn die da jetzt noch in dem Idyll? Ja, keine Ahnung. Und der Typ, der sollte mal langsam ein Zuckerrohr machen, weil das kippt auf unser Bersim. Jedes Jahr rege ich mich auf, typisch deutsch. Und hier die Kreise, guck mal, sind das Kornkreise. Die Außerirdischen haben in der Nacht ein UFO. Guck mal, das sieht ja krass aus mit den Ringen. Ja klar. So, weiter geht's. Da sind die Wasserbüffel. Ah, meine einzige Sorge ist, wenn das Fernsehteam kommt. Ja, die Person, ich darf jetzt nicht so viel verraten, die will natürlich auch meinen Wasserbüffel melken. Und ich hoffe, dass die unsere Busa da noch Milch gibt. Wenn nicht, muss ich halt gucken, dass wir irgendwie andere Wasserbüffel, die Milch haben, vorführen können für das Fernsehteam. Gucken wir mal. Aber bis jetzt gibt sie noch Milch und gibt die Schwägerin, die macht Käse. Die ist auch sehr froh darüber. Der Schwager, der braucht ein bisschen Kalzium. Und Milch trinkt er nicht, aber die Käse. So, jetzt gehen wir wieder runter. Genug gefilmt. Schauen wir mal, ob der Fause gekommen ist. Das ist cool. Wenn der redet, da könnt ihr euch totlachen. Der ist so locker. Ja, seine Frau ist vor einem Jahr gestorben. Das war, ja, oder 2 Jahren. Da war er sehr traurig, seine Frau. Die Arme. Jalla. So. Ah, Ostes Mahmoud, das heißt Lehrer. Mahmoud, wo bist du? Das ist Höflichkeitsform. So, Mahmoud. Ah, he's coming. Das ist er, der Fausi, der ist so cool. Ja, darf ich nicht so offensichtlich filmen, dass er sich erschreckt. Was ist hier los? Die sind so komisch. Die Blätter, alles okay mit dir? Mein Blümchen. Naja. Okay. So, der Schreiner ist, der hat Verbot gekriegt von seinem anderen Kollegen, der eigentlich zu uns kommen wollte zuerst, aber er soll ihm helfen. Jetzt schämt er sich, hat seine Säge nicht mitgenommen, weil man muss jetzt mit ihm gehen und extra eine Säge kaufen. So ist das. Kein Problem, der arbeitet trotzdem. Achso, ich habe ein bisschen die Decken rausgehängt, gell, in die Sonne. Matratze raus, weil der muss ja jetzt die... Aber der kommt jetzt ohne Säge an, keine Ahnung. Jetzt sitzen die nebeneinander, die Kumpels. Ja, was will ich da sagen? Haben wir noch eine Blüte, komm. Da, nicht erschrecken, wenn ich die Blüte abrupf. Das ist ja auch Schildkrötenfutter. So. Schön sieht sie aus, aber ist noch nicht offen. Das wird noch. Die sollen futtern. Die Schildis. Ja, Leute, weiter geht's. Jetzt warten wir mal, bis sie wieder kommen. Es kann auch wieder 2 Stunden dauern. Das glaub ich dir, Mäuschen. Guck mal, sind die niedlich.
Mama, ich kann mir ein Leben ohne Tiere nicht mehr vorstellen, sagt die Amina gerade. Ja, das glaube ich ihr. Das ist einfach zu niedlich. Ja, der Plan ist natürlich wie folgender, ne? Der Kükenstall, der wird dann hier draußen sein, mobil. Dann, inshallah, werden alle Hühner nachts da reingehen und da sollen dann die Enten und die Gänse rein. Ja, Gänse. Wenn die Enten hier nicht mehr sind, holen wir halt wieder neue Enten. Wir haben dann immer welche Enten, die wir behalten und Enten zum Essen. So, das sage ich immer, aber wenn ich dann gerupft habe, die Enten, dann weiß ich wieder, wie stressig das ist, weil mir schmeckt ja auch die Entenhaut. Und ja, erstmal die ganzen Dinger rausbekommen, die Stiele und Kiele von den Enten, das ist halt auch nicht so easy. Und man muss gucken, dass man sie in der richtigen Woche erwischt zum Schlachten. Weil wenn sie dann wieder neue Federn sprießen, hast du eine Sauerei beim Schlachten, beim Putzen. Das ist echt nicht gut. Da kannst du die Haut abziehen. Meine Schwägerin zieht immer die Haut ab. Die essen die Ente ohne Haut. Das finde ich jetzt aber auch blöd, weil die Haut gibt ja den Geschmack. Und das Fett ist ja auch in der Haut. Ja, an die Veganer bitte weghören, aber es ist halt so. Und Enten, ihr hört auch weg, ne? Muss ja so ein gescheiter Entenbraten, ist nicht schlecht. Ah, der Om da, wie er den Kopf geschüttelt hat. Igitt! Igitt! Was redet ihr da? Ja, Entschuldigung. Ihr könnt euch nicht fortpflanzen. Was soll man machen? Lebt noch ein bisschen schönes Leben. Und gut ist. Ja. So sieht's aus. Nur diese zwei Hähne vertragen sich nicht in einem Stall zusammen. Das ist das Problem. Aiwa, guck mal, als ob sie es gehört haben. Ich habe beide Hähne. Die müssen zusammen in den Stall gehen, damit die Enten den... Das ist ja, deswegen habe ich den Stall gebaut für die Enten früher. Und dann ist es als Hühnerstall. You go? Halas. Als Kükenstall umdisponiert. Ja. Ah, I put it here. I saw it. You've lost it in the dicker. Du hast ihn vergessen wegen seinem Vater. Er hatte die Kippen vergessen hier. Kleopatra, ganz schreckliches Kraut. Ja, so sieht's aus, Leute. Mausi striegelt. Natürlich gefällt ihr das. Aber am Bauch vorsichtig, nicht so stark drücken vielleicht. Ja, weil sie doch schwanger aussieht. Ja. Habe ich das schon erzählt in einem Video? Weiß ich nicht. Ne, alle sagen immer, ja, dieser Esel ist ja 2 Jahre schwanger, keine Ahnung. Nein, der ist ja noch nicht mal 1 Jahr bei uns, die Heidi. Nach Ramadan haben wir sie bekommen und wahrscheinlich da schon schwanger. Oder ist sie einfach fett nach Ramadan? Wenn dann 2 Monate nach Ramadan nichts gepurzelt kommt, ist sie einfach dick. Ja, aber ich glaube, sie hat schon ein Baby drin. Es bewegt sich auch immer so, aber es können auch die Därmer sein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wäre aber süß, so ein kleines Fohlen. Nur mir graust halt vor der Erziehung. Da habe ich halt null Ahnung, wie man das macht. Ja. Definitiv, ein Esel trägt um die 365 Tage im Jahr. Und was ist hier los? Entchen. Und das ist dann bald soweit. He forget that he was yesterday with us? I don't know. Huh? What he's doing now? I bring for him the sense from the dog. Halas, okay. Also der Mann sagt gerade, ja, wo gehen wir jetzt hin? Ja, wir gehen jetzt Holz kaufen. Aber du musst ja erst noch sagen, was? Was bauen wir denn? Der war doch gestern da. Ja gut, ein bisschen Alzheimer kann auch passieren in dem Alter, ne? Aber der Schreiner, wie gesagt, der macht gute Arbeit. Und da könnt ihr, der nächste Aufreger schon wieder hier. Guck, mein Sohn, bestimmt war das mein Sohn, der hat nur Streiche zurzeit im Kopf. Der stellt eine Sache nach der nächsten an. Und das ist echte Farbe, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie man das wieder abbekommt, weil wenn man jetzt hier mit Verdünnung arbeitet, geht ja auch das Shiny hier weg. Ach, Jonas, du machst mich fertig. Da werde ich mal die Typen fragen, wie wir das machen. Die kommen, wenn sie das hier, in ein paar Tagen kommen die haben jetzt noch eine Sache zu machen. Und dann, wenn ihr Projekt fertig ist bei der anderen Familie, kommen sie wieder zu uns. Schau mal, wie weiß das Zement geworden ist. Das sieht schon mega aus. Also jederzeit würde ich das wieder machen. Voll cool. Und so viel Arbeit ist es gar nicht, ne? Und waren auch nur 2000 Pfund jetzt. Ach, der ägyptische Pfund ist gestiegen. Ein Euro ist jetzt 16,85.
7,9, sowas rum. Und es ist ein ganzer Pfund, ist er gestiegen. Gut für Ägypten. Jetzt haben sie die Maurer die Tür hier zu eng gemacht. Jetzt müssen wir, hat er gesagt, so ein bisschen abmachen, damit die Tür passt. Well, das Mahmoud, you show him the door in the back for the sheep? Not now. But he don't need something for the gaffers? You go now without size? Das wird was. Die gehen jetzt ohne Maße mit dem Schreiner, der alles vergisst. You go now without... Halas, 1.50 meter in 2 meter. Yes, you need it. Which side closed? In the back, sides? 3 sides closed. Mm-hmm. Yalla, you... Mein Mann ist schon sauer. You have bad mute now. Stressed, why? Because this is too... Why? Tell me first, why? What, why? Warum hast du schlechte Laune? For what? Out. Mm-hmm. Because the door. Small. Because of the door. Cut the door. Don't broke the wall. What is the problem? This. Then make a new door. It's more easy. Mahmoud ist jetzt sauer, weil die Dinger die Tür kleiner gemacht. Ist doch egal. Yalla. So Mäuse, was machen wir Schönes? Setzen wir uns in die Sonne und warten, bis die kommen. Ja, ich denke auch. Wir haben nichts zu tun. Wo sind Raben? Im zweiten Baum, da hinten zwei. Da ja, die warten auf unsere Eier, gell? Jetzt werden wir uns in den Stall positionieren. So geht's nicht. Ja, und wie setzen wir jetzt? Nein, ich setze es. Der Boss. Und ihr fresst ihr dem Boss seine Vitamine? Ey, was sind das für Sauereien hier im Krog? Also, nee. Lass doch meine Brigitte Bardot. Wenn das der Oreo sieht, dann kriegst du aber Ärger, du. Der Eisbär traut sich was. Was ist denn da so Schönes drin? Ist da Gede drin? Was fressen ihr hier? Gede. Gede. Genau, das Taubenfutter. Ja gut, das macht mein Mann, damit er ein bisschen zunimmt, der Boss. Hey, Umda. Komm, Umda, komm. Ihr Mäuse. Ich hab die 3 hochgehoben. Gestern. Die sind so... Die sind voll goldig. Die wollen wir auch behalten. Ein Männchen mit 2 Weibchen. Was sagst du, wir gehen am Montag versteckt, nehmen wir das Auto und gehen auf den Markt und holen uns 2 Gänslein. Ja. Ja. Und dann, Mahmoud hat eh nichts dagegen. Jetzt haben wir eh schon Enten, auf 2 Gänse kommt es auch nicht mehr an. Oh, da freue ich mich. Badebukra übermorgen. Aber wenn sie Eier legen, dann machen sie wieder so. Ja, vor allem sind die laut, die Gänse, dann nervt es mich wieder. Ja, ja, gut. Wir schauen mal. Ja, und wir machen was? Pfannkuchen! Das geben wir jetzt den Teller von der Nachbarin, die mir die Masche gegeben hat. Die kriegt es zurück. Man gibt ja immer volle Teller zurück. Die hat mir gut geholfen. Im Haus ist voller Mehl. Wir machen Pancake. Jetzt gibt es schnell, bevor es kalt wird, 1 mit Honigfüllung und 1 mit Zuckerfüllung. Und die Mama macht weiter. Bis gleich. Tschüss. Ja, meine Lieben, es ist gleich 12 Uhr. Der Mann ist immer noch nicht da mit dem Fausi. Ja, dann würde ich sagen, wir haben schon sehr, sehr viel gefilmt heute. Die Kinder essen ihre Pfannkuchen. Das sieht aber aus, dass es gleich runterknallt. Was guckst du an? Was ist? Heidi wie Fausi. Heidi wie Fausi, wieso Fausi? Ja. Dann guck mal schön Heidi. Und du hast dich umgezogen und gehst jetzt für die Tante in den Supermarkt. Was kaufen? Keine Ahnung, was sie möchte. Wir gucken mal, ich hole jetzt auch Fuhl. Ich glaube, ich komme mit. Oh nein, die Hexe ist da. Guckt, Leute. Die Türen sind offen. Die werden wieder da lüften und gucken, was sie brauchen. Wieder Kontrolle behalten. Yalla. Also, das war's wieder von uns. Jetzt geht die Tür nicht auf. Wir sehen uns morgen wieder, wenn dann
hier endlich was passiert. Hier passiert ja nichts. Wenn der Mann nicht kommt, kann ich nichts filmen. Ne? Pfannkuchen haben wir gemacht und Hunger haben wir jetzt auch nicht mehr. Ich gieße jetzt gleich den Garten und dann filme ich mal später die Männer, was die so treiben. Das seht ihr dann morgen, inshallah. Schöner Wind, das Windspiel. Bis dahin, schönen Tag, bis die Tage, bis morgen. Masalema, bye bye.